hat doch sicher jeder schon einmal gehört. Und für die Feuerwehr bedeutet das, schnell ins Feuerwehrauto und ab geht's zum Einsatzort. Doch diesmal ist es zum Glück kein Ernstfall, im Gegenteil, die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach hatte zum alljährlichen Feuerwehrfest eingeladen und öffnete für einen ganzen Tag ihre Tore für viele interessierte Besucher und Feuerwehrfreunde. Es gab viel zu entdecken und zu erleben. Zum Beispiel präsentierte sich die Rettungshundestaffel Kaiserslautern aus der Region Westpfalz mit ihren Vierbeinern und führten klein und groß vor, wie sie mit ihren Hunden, zum Beispiel der Polizei, der Feuerwehr und vielen weiteren Hilfsorganisationen helfen, Menschen zu finden und zu retten. Trotz heißen Temperaturen zeigten sich die Hunde von ihrer besten Seite und auch die Besucher wurden mit in die Übungen einbezogen. Auch die Jungs und Mädels der Jugendfeuerwehr nutzten die Chance und präsentierten den Zuschauern, was sie in den jungen Jahren schon alles bei der Feuerwehr in Ramstein-Miesenbach gelernt haben. Na dann legt mal los! Am Tag zuvor gab es bereits im Ferienprogrammangebot die Möglichkeit für die Jungs und Mädels, mal die Feuerwache besser kennenzulernen. Am Mikrofon habe ich nun Matthias. Bitte sehr. Mein Name ist Matthias Hector, ich bin der Wehrführer der Einheit Ramstein-Miesenbach und bin hier zuständig für die Ausbildung, Weiterbildung, für die ganze Abläufe hier im Hause. Und die haben also heute erfahren, wie man einen Notruf absetzt. Die bekamen die Feuerwache gezeigt, komplett über die Einsatzzentrale, über die Ausbildungsräume, über die Atemschutzwerkstatt, Gerätehalle und konnten des Weiteren dann mit Wasser spielen, richtig die Strahlrohre nutzen und einsetzen. Und zu guter Letzt wurde noch eine Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto angeboten, wo sie also die Fahrt, sag ich mal, realisieren konnten mit Blaulicht und Martinshorn, was ein ganz tolles Erlebnis für die war. Wie wichtig ist diese Erfahrung für die Kleinen? Das ist ganz wichtig, denn man hat es ja schon öfters gehört, wo Kinder Notrufe absetzen. Und da ist es wichtig, dass sie einfach wissen, was für eine Nummer sie anrufen sollen und wie die Abläufe sind. Die werden dann auch gezielt angefragt, aber dass sie einfach das Vertrauen haben, jawohl, ich muss jemanden rufen und das ist die Telefonnummer und dann läuft der Rest dann automatisch. Und das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen freiwilliger und beruflicher Feuerwehr? Also wir sind freiwillig, das heißt, wir sind Amateure, das heißt, wir sind 8 Stunden am Tag auf der Arbeit und fahren zwischendrin, je nach Alarm, die Einsätze. Und Herausforderung bei uns ist noch, dass wir individuell alle Fahrzeuge besetzen können und müssen, einsatzbedarfsmäßig. Das heißt, wenn es ein Verkehrsunfall ist, rückt ein bestimmtes Fahrzeugreihe aus, technische Hilfeleistung wird da gefordert und dann werden die Fahrzeuge besetzt, wie die Leute eintreffen. Das heißt also, man ist nicht speziell auf irgendwas an dem Tag eingeteilt, sondern wenn ein Alarm kommt, kommen die Leute in die Wache und wir rücken dann aus, wie die Leute eintreffen. So, lieber Matthias, bevor die Sirene wieder ertönt und der nächste Einsatz ruft, dein Abschlusswort. Ich darf mich recht herzlich bedanken für die gute Unterstützung der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach mit unserem Beigeordneten Markus Klein und unserem Bürgermeister Ralf Hechtler, die also in der Feuerwehr immer herzlich willkommen sind und uns hervorragend unterstützen. Dankeschön. So, ihr Lieben, wer auch mal bei der Feuerwehr in Ramstein-Miesenbach vorbeischauen will, hat direkt am Montag, den 3. Oktober 2016, die Möglichkeit dazu. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Homepage der Feuerwehr Ramstein-Miesenbach. Schaut doch mal vorbei, es lohnt sich.